Hallo, hier ist Viele Feinde, Viele Ehre und ich mache einen Schlachtkommentar über eine Multiplayer-Schlacht bei Shogun 2 Total War. Das hier ist ein schnelles Gefecht, das Budget ist 5000 Rior, die Karte, auf der wir spielen, heißt Flussstadt. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber das ist die gleiche Karte wie bei meinem zweiten Schlachtkommentar und dieses Mal bloß bei Nacht. Und naja. Meine Armee besteht aus zwei Veteranen-Bogenschützeneinheiten. Zwei, drei Katana-Samurai und zwei Yari-Samurai-Einheiten. Mein Gegner hat eine Menge Bogenschützen. Zwei Bogen-Samurai, einmal Bogen-Ashigaru. Dann hat er noch Katana-Samurai, Yari-Ashigaru. Und er hat gar keine Kavallerie genommen. Also da hat er wohl Geld gespart, um sich dann seine ganzen Katana-Samurai, Yari-Samurai irgendwas zu holen. Da drüben ist ein General. Und ich habe gleich angefangen, ich bin gleich losgerannt, deswegen habe ich einen kleinen Vorteil, was das anbelangt, meinem Gegner gegenüber. Also ich bin ein bisschen schneller unterwegs als er. Und deshalb werde ich, glaube ich, ein bisschen früher den Gipfel erreichen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Video besser ist als mein zweiter Schlachtkommentar. Also ich versuche mich auch ständig zu verbessern. So, meine Bogenschützen sind in Position und jetzt können sie anfangen zu schießen. Und hier drüben schaffe ich sogar eine Einheit Yari-Kavallerie im Wald zu verstecken. Aber mal ehrlich, so als aufmerksamer Total War Spieler, da dürfte einem sowas eigentlich niemals entgehen. Also, dass meinem Gegner das jetzt nicht aufgefallen ist, das ist schon, naja, sagen wir es mal so, kein Zeichen für seine Aufmerksamkeit. Also, naja, auf jeden Fall, die sind jetzt dort in Ruhe versteckt und die werden, glaube ich, gleich einen Überraschungsangriff auf den Gegner starten. Ja. Und was auch ziemlich interessant ist, und zwar mein Gegner hat zwei Einheiten Katana-Samurai aus seiner Armee rausgenommen, um diesen Dojo zu erobern. Und ich sehe die Möglichkeit und ich renne mit meiner Yari-Kavallerie in die Samurai rein. Und da das bloß normale Katana-Samurai sind, können sie meinem Kavallerieangriff eigentlich nichts entgegensetzen. Und durch den starken Ansturm meiner Kavallerie gehen praktisch 40 Leute drauf. Ja, knapp 40 Leute. Und das habe ich extra in Slow Motion gemacht, damit man es besser sieht. Natürlich hat es auch einen ziemlich starken Moraleffekt. So, da drüben hat mein Gegner auch noch seinen General. Aber vor dem habe ich wenig Angst. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch, dass ich noch meinen General da rausgeholt habe, aber nee, ja, Yari-Kavallerie hat ja einen Bonus gegen andere Kavallerie, also insofern wäre es ja kein Problem gewesen. Jetzt greift mein Gegner an und was für ein Wunder, ich hatte genau die gleiche Idee. Und hier hatte ich noch einen guten Sturmangriff, aber diesmal werde ich eingekreist. Also ich habe meine Yari-Kavallerie nicht schnell genug rausholen können. Und hier greife ich, oder mein General wird angegriffen. Aber gut, hier starte ich mit meiner Yari-Kavallerie den Überraschungsangriff, in Anführungszeichen, auf seine Bogenschützen. Oh, also, und da seine Yari-Ashigaru eine ziemlich schlechte Moral haben und da der General auch noch weit weg ist, haben die keine Chance gegen meine Katana-Samurai, obwohl meine Katana-Samurai von den Zahlen her gesehen eigentlich ziemlich unterlegen sind. Also, ich habe sogar es geschafft, meine Yari-Kavallerie zu retten, die da drüben. Und hier, naja, Bogenschützen, die haben nicht den Hauch einer Chance, auch gegen Yari-Kavallerie. Deswegen werden die gleich fliehen dort. Also ich glaube, das ist so, dass wenn Einheiten fliehen, wo der General gerade abwesend ist, dann, sie fliehen zwar schneller, aber es gibt noch eine Möglichkeit, dass sie zurückkehren. Aber wenn Einheiten fliehen in der Nähe des Generals,
das bedeutet dann, dass ihre Moral wirklich komplett gebrochen ist. Und dazu braucht es schon so einiges. Also, dass die Moral komplett gebrochen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Vorteil meinen Gegner, also meinem Gegner gegenüber habe ich den Vorteil, dass ich noch all meine Bogenschützen habe, während er ja jetzt seine Bogenschützen verliert, weil ich die noch verfolge. Also die werden nicht wieder zurückkehren, diese Bogen Ashigaru. Und jetzt positioniere ich meine Armee neu, um ihn dann anzugreifen. Und naja, diesen Bogen-Dojo zu erobern, das war keine gute Idee letztendlich, weil er hat praktisch seine kampfstärksten Einheiten hat er von seiner Armee getrennt, ohne Unterstützung. Und das hat halt bedeutet, dass er, naja, eigentlich hat er damit gemeint, ja, ich verzichte auf den Sieg im Zentrum und will dafür nur so einen ganz kleinen Bonus haben. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich habe bisher kein einziges Mal ein Dojo erobern können während eines Spiels, weil es einfach viel zu lange dauert. Hier treffen unsere Armeen aufeinander. Und mein Gegner sendet seinen General schnell in den Kampf. Aber ich sende meine Bogenschützen auf ihn, also in den Nahkampf. Und da seine Infanterie ja schon von meinen Kavallerieangriffen geschwächt ist, fangen die sofort an zu fliehen. Und hier drüben, ja, sein General macht so eine Art bis zum letzten Mann, also Last Stand. Und ja, die Moral von seiner Einheit wankt zwar, aber ich möchte ihm einen guten, fairen Kampf liefern, da sein General bis zum Ende aushält. Also, naja, hier sende ich noch schnell meine Yari-Kavallerie rein, die von dem Bogenschützenverfolgen zurückgekehrt ist. Und das war's. Die Schlacht ist vorbei. Und ja, ich habe ein paar neue Punkte zum Verteilen gekriegt. Eine neue Veteraneneinheit. Ich habe denen jetzt alle übersichtliche Namen gegeben. Also so wie zum Beispiel die Lehnschwerter Shigaru, die nenne ich Erstes Linienregiment. Oder die Katana heißen jetzt Katana Leibgarde oder sowas. So nenne ich die ja auch. Und dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Ich hatte 327 Verluste, mein Gegner hat 400 Mann mehr aufgestellt und hat 927 Verluste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren.